Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War für die Switch. Wo sind wir stehen geblieben beim letzten Mal? Jups, wir haben jetzt erfahren, dass es eine Blinkstation gibt, wo wir uns überall hinblinken können. Und im Norden, in den Barockhöhlen, ist ein Mana-Kern, um diese wieder zum Funktionieren zu bekommen. Derjenige, der sie reparieren kann, ist der gute Schmied. So, jetzt müssen wir erstmal zu den Höhlen hin. Wo sind wir? Da. Also diesen Weg auf jeden Fall gehen. Machen wir. Wenn euch das alles gefällt, wie ihr seht, lasst mir gerne mal ruhig ein Gefällt mir da oder auch vielleicht mal ein Abo. Das wäre wunderbar. Würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dankeschön. Kann man ein bisschen Power haben wir dann. So, wir steigen auch schon bald auf. Noch vielleicht ein, zwei Gegner, dann haben wir es soweit. Nicht verkehrt ist. So, weiter geht's. Und da kommen wir nicht weiter, weil wenn wir da durchgehen würden, würden wir uns bombardieren. Deswegen müssen wir durch die Höhlen. Kann uns jemand an diesen Blinkdings vorbei blinken, teleportieren mit der Blinkstation. Und wir können die Kanone von hinten platt machen. So, also einfach der Gegner jetzt. Perfekt. Ich bin nicht beeindruckt. Ich auch nicht. Gali hat auch ein paar fette Handschuhe, ne? Beute, gewöhnliche Teile, okay. Hier geht's hoch. Tor überprüfen. Wir haben ja natürlich den Bannock-Torschlüssel. So, gehen wir da rein. Ab geht's in die Katakomben. So, nächster Dungeon, würde ich sagen. Die Bannock-Höhlen. Wenn du ein Ausrufezeichen in der Stadt siehst, bedeutet das, dass ein NSC mit dir sprechen möchte. Okay. Ui, wir sind aber schon schnell. Das ging aber schnell. Okay, also das ist zum Aufladen. Wir nehmen mal dir, denn Gali kann die Leute betäuben, bevor wir in den Kampf ziehen, was sehr praktisch ist. Ich spüle das mal an. Gegner sehe ich noch keine. Na, hier erstmal nichts. Verschiedene Wahlmöglichkeiten, wo wir links gehen können. Da unten ist eine Truhe. Wo ist diese Truhe hin, ist die Frage. Unten kann man auf jeden Fall längs gehen. Wo es irgendwo runter geht. Runter? Yes. Und lass uns die Truhe doch mal holen. Überraschungsgegner wird es ja nicht hier geben. Man sieht die Gegner meistens, oder? Ein Felsenzertrümmer, ein Chromschutz, ein Feldfels. Huch, was ist das denn? Wollen wir mal reingehen hier. Das wertet mal alle Werte hoch, deswegen definitiv anlegen. Und. Joa, das können wir auch nehmen. Die Ausdauer geht ein bisschen runter. Ist aber nicht so schlimm. Und der betäubende Schlag geht auch weg. Macht aber nichts. Solange wir einfach ein bisschen mehr Power bekommen. Perfekt. Das hat sich ja gelohnt, schon mal deshalb in die Höhlen zu kommen. Super. Oh, hier oben ist auch irgendwas. Der geheimnisvolle Oblisk summt vor magischer Energie. Etwas von erstaunlicher Macht muss erforderlich sein, um ihn korrekt benutzen zu können. Eben, erstaunliche Macht haben wir anscheinend nicht. Auf dem Einband dieses Buches sind Kratzspuren und Bissmale zu sehen. Vielleicht wurde es zur Selbstverteidigung benutzt, bevor sein Autor starb. Ein paar bemerkenswerte Auszüge. Die Tür ist baufällig, vielleicht schon seit Jahrzehnten. So alt wie der eiserne Außenposten selbst. Hat etwas Eigentümliches an sich, als sei noch eine andere Welt hinter dieser, vielleicht ist es nur meine Einbildung. Ruhmen, etwas in der Tiefe, brauche etwas, worauf es reagiert. Die restlichen Seiten wurden von kleinen Tieren angenagt oder gegessen. Gut. Also es ist wahrscheinlich, darum, es geht wahrscheinlich um dieses Artefakt hier. Oh, warte mal. Fällt mir gerade ein. Hätte man auch in die andere Richtung unten links gehen können. Haben wir gar nicht ausprobiert. Machen wir mal. Mal hier im Kreis laufen vielleicht. Hier gibt's nichts. Auf der anderen Seite. Ja, man soll ja nicht alles durchforsten, alles, sonst ärgern wir uns nachher, wenn wir irgendwas übersehen hätten. Aber da gibt es nichts mehr. Nope. Gut. Dann gehen wir weiter hier. Hier geht's wahrscheinlich nicht längs.
Okay. Naja, dann müssen wir hier oben längs gehen erstmal, wo wir den da benutzen können. Macht ja aber nichts. Solange wir noch andere Wege haben, ist ja alles gut. Was? Oh! Was geschieht? Was ist der denn? Ach, scheiße, ein Gegner. Niederer Mana-Elementar. Okay, den werden wir mal platt machen. Hat er sich erstmal ein bisschen was. Wir haben ja auch eine Superkraft. Geschirmter Angriff. Umgibt die gesamte Gruppe mit einem Schutzschild. Das heißt, solange eine Runde abgeschirmt ist. Okay, das machen wir einfach mal. Hat Superkraft. Wir wissen gar nicht, wie stark der Gegner ist. So, aber ihn können wir noch was anderes benutzen, ja. Vielleicht sollten wir bei ihm. Ach, zwei Schwächungen geben wir, okay. Was jetzt? Eieiei. Da hat natürlich noch ordentlich Power. Okay. Verteidigung, oh, jetzt haben wir Verteidigung 2 bekommen. Was ist das passiert? Okay. Wir müssen hier ein bisschen größere Dinger machen. Was ist denn mal? Und hier. Jetzt geht, glaube ich, gleich das Viech los. Ah ja, der haut aber ganz gut rein, der Typ. Und der kriegt aber einen fetten Bauchtreffer. So. Das war's. So, wir sind alle aufgestiegen. Was haben wir? Gasfaust erschlossen, Abwehrschlag erschlossen und 2 Vorteilspunkte bekommen und Siphon erschlossen. Was das ist. Bist du den Mana-Kern jetzt nicht bekommen? Schwaches kondensiertes Mana. Vibrierender Mana-Kern, da ist er doch. Gut. Ein Mana-Elementar. Das ist ziemlich unüblich. Irgendwas auf der Insel sorgt für Probleme. Vergessen wir den Schmied. Lass uns einfach selbst versuchen, den Mana-Kern in die Blinkstation einzusetzen. Je weniger wir die Dorfbewohner brauchen, desto besser. Interessanter Gedanke. Einverstanden. Die Station ist in der Südostecke des Dorfes, nahe am See. Dann los. Ob das so gut ist, dass wir es selber machen? Man weiß es nicht. Naja gut, wir machen es trotzdem mal. Können wir das jetzt da drüben irgendwas machen bei dem? Sollen wir testen? Ich weiß das gar nicht. Irgendwas da gefunden vielleicht, das ich da reinpacken kann? Da brauchen wir was anderes für, um hier durchzukommen. Na gut, dann gehen wir erstmal raus. Und versuchen, den Mana-Kern selbst einzubauen. Was wahrscheinlich gar nicht funktionieren wird. Aber naja. Mit Plus kannst du in der Schlacht das Bestarium öffnen, um mehr über die Kreaturen zu erfahren, die du bekämpfst. Und so eine Strategie zu entwickeln, wie du sie am besten bekämpfst. Na, das kriegen wir hin. Bum 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 bum. So, komm schon, lad nach.
Perfekt. Okay, mal zurück. Durchlaufen können wir definitiv nicht. Ja, da ist das Ding. Seltsame Maschine sind hier. Wir vibrieren im Mana-Kern einsetzen. Blinkstation erwacht zum Leben. Bau den Mana-Gemisch in den Harmsjägern. Haben wir gemacht. Erreicht den Belagerungsküsten Kanonier. Das machen wir jetzt auch. So, den haben wir jetzt. Können wir. Winsenland. Volkers Arena. Müsste ja dieser hier, obwohl. Mach ich rüber. Wir sind doch noch mal kurz mit dem Schmied reden. Hallo. Reden wir. Im Moment habe ich nicht viel vor. Wie? Okay. Wollt verkaufen. Handschuhe brauchen wir nicht mehr. So. Was braucht ihr? Ich werde hier sein. Okay, also da können wir nicht längst, aber wir müssen mal gucken. Also müsste ja auch. Jetzt ist die Blinkstation zwar an, aber. Wir kommen in diesem Kanonen-Dings, kommen wir ja trotzdem nicht vorbei, weil sich das verkehrt. Okay. In welche Richtung? Wir können die Blinkstation benutzen und nach unten kommen. Und unten durch den. Den ganzen Weg nach oben kämpfen wahrscheinlich. Richtig verkehrt. Also können wir nur zu dem hier runterkommen. Ist das richtig? Ne, es geht ja gar nicht. Doch. Ah, durch das Tor müssen wir. Okay. Tote Lykylots. Vorsicht. Ich registriere keine Arkane. Ich registriere keine Energie in der Umgebung. Die hat wahrscheinlich dieser Lykylots hier getötet. Sie scheint das Zelt da drüben umbringt zu haben. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Los, gehen wir nachsehen. Hallo, ist da jemand? Besucher hier draußen? Woher kommt ihr? Meine Güte, wo sind meine Manieren? Ich bin Mercury, die Zauberin. Sei gegrüßt. Darf ich fragen, was du hier draußen tust? Ich habe im Norden auf dem Pfad der Fänge Material gesammelt. Ich hatte die gegenfreundliche Erinnerung. Eigentlich wollte ich die Brücke im Westen benutzen, aber jemand hat sie nach meiner Blockierung zerstört. Und die Blinkstation, tja, die funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Wir konnten sie reparieren. Wirklich? Na, wenn das keine findige Truppe ist. Hast du die Lykylots hier getötet? Sie waren neugieriger als gut für sie waren. Natürlich habe ich sie mehrfach gewarnt. Sie sind extrem wild. Wie ist es dir gelungen? Ich habe auch meine Geheimnisse. Andererseits würde ich ohne euch hier festsetzen. Gestattet mir also, euch für eure Freundlichkeit ein paar einfache Verzauberungen zu lernen. Besucht mich irgendwann in Harmsville. Ich habe noch ein paar Pfeile mehr im Köcher. Oh, wir haben Hokus Pokus bekommen. Okay, wir gehen jetzt. Wir müssen, glaube ich, oben links. Wo wir landen. Fledermäuse. Oh, Leder schwingt Fledermäuse. Wir versuchen die erstmal so platt zu machen. Die Energie, die wir insgesamt haben. So, der nächste. Fehlt? Okay, kriegst du gleich wieder. Das Viech. Ein auf die 12. Ein fetten auf die 12. Achso, warte mal, wir müssen doch mal kurz. Das Büchlein leeren. Auf alle. So, und nebenbei können wir auch noch mal ganz kurz. Wir haben ja noch ein paar Vorteile. Wir können auch irgendwas anderes. Obwohl. Und da kommen wir. Versteckt mal hier. So, und bei den anderen. Talent und Vorteile. Steigert die Crit-Chance und steigert die Ausdauer. Und die Ausdauer ein bisschen höher. Und hier. Crit-Chance. Robust steigert Ausdauer. Perfekt.
nächster Kampf. So. So macht man es ganz einfach mit Fledermäusen. Besonders ein bisschen Beute. Oh, hier kann man das mal einsammeln. Bewegungskristall, was ist das denn hier? Wasser von diesem Schrein trinken? Machen wir mal. Beruhigendes Lebenskraft in der Schlacht. Ach, cool. Wir müssen auch hier oben längs. Da ist eine Kiste, die müssen wir auch gleich holen. Okay, Feuerschleim. Langweiliger Kampf gerade, weil ich das so mache. Aber das macht ja nichts. Ich will mein anderes Mana und so hier aufsparen. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt verbrate. Blühe Teile. Holen wir uns erstmal die Truhe hier. Was ist denn das für ein Ring? Schlank und elegant. Geformt dieser Ring mit schützender Magie durchwelt. Angriffsstärke geht überall runter. Warten wir mal. Pfad der Fänge. Okay. Pfad der Fänge, den werden wir mal auf Mittel angehen. Aber in den Dungeon. Achso. Jetzt geht's los. Ja, das ist ein neuer Dungeon, den werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber zum Teil will ich den schon mal antesten, damit wir ein bisschen was sehen. Mal gucken. Joa, das Ausrufezeichen, das wissen wir doch schon. Bin mal gespannt, was da abgeht. Ah, Entschuldigung, ich muss gerade trinken. Legendäre Schwierigkeit hat das Potenzial für große Belohnungen, aber ein Ruf führt dazu, dass das komplette Dungeon zurückgesetzt wird. Oh, natürlich ehrlich. Deswegen machen wir auch nicht legendär. Hm. Jeder Punkt Austrag wird 5 Gesundheit. Okay. Gut zu wissen. 2,1 oder mehr und 10. Okay. Doch gar nicht so wenig. Dungeon scheint gleich geladen zu sein. Komm schon, das letzte Stückchen schaffst du auch noch. Mein Gott, spendet der Switch doch einfach mal 16 GB RAM. Ist so viel schöner. Pfad der Fänge. Zweimal Feuerstein. Lykelot fahren. Ein Stamm, den ich noch nie gesehen habe. Sie müssen sich hier in irgendetwas versammeln. Gut, ich bin Ihnen noch was schuldig. So, testen wir das hier. Okay, das ist schon mal ein Beamer, den brauchen wir natürlich nicht. Jetzt runter. Hier durch? Nein. Kann ich wahrscheinlich auch da hinten nicht durch, ne? Natürlich nicht. Nach unten. Oh. Bleibt stehen, Verlose! Das Arenator verwehrt euch den Zutritt. Warum solltest du? Unser Häuptling, er ist vom Weg abgekommen. Er ist mächtig, aber arbeitet jetzt für eine fremde Frau, die dunkle Dame. Ich traue keinem Verlosen, aber jetzt ihr traue ich noch weniger. Ich fürchte sie. Sobald alle Stimmen vereint sind, wird sie uns für ihre Zwecke benutzen? Geht, besiegt die Fahnenträger der Stämme in diesen Bergen und löscht ihr Lagerfeuer. Die Stimme werden auseinandergehen. Falls wir das tun, woher sollen wir wissen, dass du dein Wort hältst? Habt ihr eine andere Wahl, Hautsäcke? Geht, verschwende keine Zeit mehr. Na gut. Geh sofort, ich hol mal einfach die Kiste hier, du Spinner. Kann man hier erstmal mitnehmen kann? Auf der anderen Seite? Ne, na gut. Nett, dass er für uns die Tore geöffnet hat.
Dann wollen wir das Ganze nochmal angehen. Hier wäre es oben links. So. Ach komm, das machen wir noch ein Stückchen. Und noch gerade draufhauen auf den Button. Das passt ja nicht. Okay. Oh, ja, der ist überflüssig. Was ist denn Gasfaust? Fügt 42 Schaden zu und belegt das Ziel für 3 Runden mit Gasgriff. Bei Verbündeten, die einen mit Gasgriff belegt, ist die Angreifung mit 34. Oh, gut. Dann lassen wir sagen. Dann werden wir den Werwolf damit attackieren. Und. Was ist hier? Deckungsschwung. Ausgeben, Abwehrschlag. Und. Fügt allen Feinden 28 Magen hinzu, regeneriert 20% für jeden Feind, der blutet. Machen wir auch mal. So, jetzt hat er Gasgriff drin. Okay, haut natürlich noch dazu. Ja. Okay, also erstmal die. Hier hat er fast kein Leben verloren, deswegen brauchen wir da ja nicht ganz so zuschlagen. Dann nehmen wir einfach. Aber er hier, er müsste. Er kann den Lykaner da oben einen reinballern. Super. Und das gleiche wird er hier auch machen. Ein bisschen Leben wieder. Okay. Geht der Werwolf los. Okay, wie viel Leben haben wir verloren? Der hat nicht so viel. Das heißt. Okay, der obere. Bauchtreffer und zwar für die. Untere Spinne. Dann machen wir mal einen kleinen Stoß nach oben. So, das war doch gut. Perfekt. Abgebrochener Werwolfzahn. Lysena, das nennen die einfach Werwölfe. Am einfachsten. So. Ja, das war der erste Kampf im Dungeon. Wie der Dungeon weitergeht, erleben wir beim nächsten Mal. Denn jetzt ist schon leider wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.